Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Heute steht das DFB-Pokal-Spiel der dritten Runde an. Und zwar geht es heute in Hoffenheim weiter. Jetzt habe ich kurz mal eben meine Mannschaft wieder ein bisschen umstellen, weil da mein gesperrter Innenverteidiger heute wieder spielen dürfte, darf, wie auch immer. Ne, passt also. Kann ich also lassen. Gut, Borgalla darf wieder rein. Der hat gegen sich leider zusehen müssen, gegen seinen ehemaligen Verein. Und ja. So. Gut. Alles klar. Auf geht's ins Match. Oder in Richtung Match. Und dann geht's gegen Dortmund 2 in der Liga weiter. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, wir wollen ins Viertelfinale. Und mal gucken, ob wir es hinkriegen. Los geht's. Vor allem gegen Bundesligisten auswärts. Das ist, wird eine harte Nummer werden. Okay, ich muss tatsächlich ein bisschen durchrotieren sich gerade. Da sind einige Leute ein bisschen angeschlagen. Oder beziehungsweise nicht angeschlagen, sondern nicht zu 100% fit. Und ich möchte gerne mit einer Mannschaft spielen, die wirklich komplett zu 100% fit ist. Und deswegen geil bis hinter euch rotieren. Leider 4 Wechsel gegenüber dem. 5 Wechsel sind es ja letztendlich gegenüber dem Topspiel gestern gegen 60 München. Jetzt ist es gegen Hoffenheim. Und ja, auf wie gebrochen. Jeder erwartet, dass wir verlieren. Ob wir es heute auf die Reihe bekommen. Mal schauen. Ich würde mich freuen, wenn es weitergehen würde. Und wenn nicht, tut es auch nicht weh. Los geht's. Ja, das ist natürlich immer die Art und Weise, wie man achten verliert. Achten wir in diesem Spiel mal besonders auf Andrej Kramaric. Als bester Torschütze im Pokal ist es natürlich auch heute wieder sein Ziel, hier aufzutrumpfen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Willkommen in der Pre-Zero Arena, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus dem Achtelfinale im DFB-Pokal. Könnte ein klasse Spiel werden. Ja, mit der Favoritenrolle ist das immer so eine Sache. Das kann natürlich auch belasten, haben wir schon erlebt. Am Ende wird der Favorit durch diese Rolle dann eher gebremst und dann kann es eine Überraschung geben. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Andrej Kramaric hat schon so viele Erfolge erzielt und das wird auch mit Sicherheit so weitergehen. Nach dem Dreierpack zuletzt soll es heute so weitergehen. Ist für die Abwehr eine recht schwierige Aufgabe. Ist sehr schwer auszurechnen, sehr wendig, sehr ballsicher und strotzt im Moment vor Selbstvertrauen. Das wird natürlich wieder alles einfach werden, natürlich schwer werden, die ganzen Leihspieler zu halten. Es sind ja einige Leihspieler dabei. Aber wenn wir uns mehr Geld einsammeln, unsere Möglichkeit und vielleicht aussteigen, kann man richtig Geld reinnehmen, können wir uns dann nur noch verpflichten oder vielleicht dann unseren Jugendweg gehen. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch, Buschigi? Ja, sieht erstmal so aus, aber die Außenverteidiger gehen natürlich mit nach vorne aus der Fünferkette und dann sieht das schon ganz anders aus. So beginnen die Gäste heute. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Ja, viele Spieler sind natürlich erstmal nur Leihspieler. Klar, Sterner, Limnios, das sind alles. Nur Woa natürlich. Ulrich, das sind erstmal alles nur Leihspieler. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie ab. Aber wie gesagt, mal schauen, wie weit wir kommen. Ob wir vielleicht die Leute eine Chance haben, hier den zu verpflichten. Aber dazu muss heute ja, natürlich die Überraschung gelingen. Und wir sind krasse Außenseiter, das ist klar. Und dann schauen wir einfach mal. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Ja, schöner Ball hier. Ah. Super Aktion, gut geklärt. Ja, teuer. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden.
gefährlich werden. Mal gucken. Angelino. Grischa Prömel. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Ball erstmal geholt. Ah, Meretti, der passt gut auch dagegen. Die Mitspieler wollen Sterner, der den Ball da reinsetzen wollte. Könnte die Führung werden. Oder? Erhalten war schon eine richtig gute Aktion. Er gibt Gelb und ich sag's ja nicht oft, aber Gelb für Er will hier scheinbar nicht zu viel Einfluss aufs Spiel nehmen, aber es war nun mal eine Notbremse. Schwarz mit einer Notbremse? Gelb? Warum? Erzählt er das Ding tatsächlich als faul? Okay. Kurz ich hab ja die Grätsche gemacht dort. Geht da voll in diesen Zweikampf. Muss also schon wieder ein bisschen aufpassen da hinten in der Verteidigung. Meier, Lemios, Doppelpass, ja, super Idee. Da hat er jetzt ein bisschen Glück, dass er den Verteidiger ausspielen kann. Die Chance zu Tor. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Yes. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe bei Rolf, ja. Das sind die beiden Schlagworte. Hoffenheim ist in Rückstand geraten. Nun geht es hier weiter. So, erstmal die frühe Führung. Was heißt frühe Führung? Ja, 19. Minute war es. Das Thema einfach rauskombiniert. Da, Bura. André Kramaric. Jetzt die Chance. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Lataya und dann. Ah, Limios, da kann ich mitgehen. Ah ja, super Doppel passieren. Kramaric. Machen Sie gut. Steilpass. Ach, Elinio. Jetzt wird's gefährlich. Ja, ganz energisch. Ball Schwarz, weg. Ja. Erstmal das super löst da auf der Seite. Ja, Minks, ja, gut aufpasst da. Das war. Die Idee war gut. Ball wird abgefangen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Gute Chance. Und Baumann ist da. Verteidiger gegen Baumann. Rudi. Ball bleibt hängen. Leben, ja, geht denn dazwischen diesen Ball gegen Rudi? Da setzt er sich gut durch. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Ecke, von Hoffenheim mal dran. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Naja, Ecke. Gut, kommt rein. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Ja, da zeigt er sein Können. Gibt die nächste, glaube ich, oder? Zuletzt dran, es gibt Ecke. Ja. Jetzt kommt die Flanke ein bisschen weiter rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Sterne. Kommt da jetzt einer rein? Ja, der ist dazwischen, Andresen. Gut gelöst da jetzt. Minks. Und man presst es und schafft es hier wieder auf die Reihe zu bekommen. Ah, die Idee war gut. Das wird sogar nicht so. Und weiter spielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Ja, da ist Platz jetzt. Geht mit dem Ball am Fuß nach innen. Alter, halt. Sie sind zurück im Spiel. Ich hätte doch durchspielen müssen. Ich hätte doch drauf gehen können auf den Ball. Also jetzt, der Bundesliga ist wieder drin. Aus
kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, sie hat es aber wirklich gut rausgespielt. Genau, wo der Ball hin muss. Keine Chance für den Keeper. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Ja, ich muss Doppelwechsel leider ziehen jetzt gleich, weil ich, bevor ich da mit zwei Mann weniger, dann am Ende, bis ich da irgendwie meine Probleme kriege. Neuenberger rein und habe ich noch den Verteidiger auf der Bank eigentlich? Ich habe, glaube ich, keinen gelernten Innenverteidiger oder so, ne? Warte mal, ist da noch irgendwas in der Richtung? Na Gott, ich habe noch den Verteidiger. Muss auch sagen, wieso richten? Doppelwechsel. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Anstoß haben die Hoffenheimer. Im Idealfall nicht im Elfmeter schießen. Wenn es überhaupt so weit kommt. Meier. Ja, jetzt hoffen wir wieder ein bisschen besser drin. Sie verlieren den Ball. Gut zugelaufen, Leitz. Ah, Pogumo, der es gut macht. Der da gut dazwischen geht. Und so ein bisschen unseren Angriff kaputt macht. Und jetzt der Gegenkotter. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Munas Dabur. Kramaric. Ganz sicher. Sollte man den Hoffenheimer nicht oft genug aufgeben. So, jetzt die kurze Variante. Geblockt vom Verteidiger. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Ja. Vielleicht jetzt mal. Ah! Ja, wird dazwischen. Lataya. Gutes Ding jetzt. George, schönes Zirn gespielt. Aber gucken mal wieder mal dazwischen. Dabur. Achelinho. Ah, das ist das Problem. Der setzt sich dann durch, der kann mit Geschwindigkeit. Aber ich sag dann. Amir kommt erstmal nicht vorbei. Ja, mit vielen. Und Lenios. Gegen Kaderabek. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Ah, Kaderabek hat. Frühe Stören jetzt. Also, ein Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Rettet die Torschütze. Das geht Schiedsrichter. Aber zeigt er auch eine Karte? Keine Karte, das mal auch wenn es durch keinen. Ich war, weiß er auch, aber beim nächsten Mal sieht er die Karte 100%. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Ah, oh, schade. Ja, Meier ist heute nicht so im Spiel, wie er sein soll. Das, Oliver Torres. Wie ich es gerne gehabt hätte. Kramaric. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Ein Pass mit viel Auge. Abseits für mich. Das ja. Ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Jetzt hat er gelb. Ist doch klar. Hämmerich. Dass er dann noch gelb zeigt, das einsteigt. So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder noch einen Wechsel ziehen. Bloß jetzt sich irgendwie noch eine gelb-rote ziehen. Novoa kommt jetzt rein und Egloff für George. Also ich will es durchwechseln müssen. Bloß jetzt sich irgendwie noch
glaube, 66 jetzt, wenn wir uns er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Wenn es wirklich in die Verlängerung gehen sollte, sind auch 15 Minuten, 16, 14 Minuten. Drei Wechsel auf einmal. Ja, ich muss jetzt natürlich was machen. Ich muss jetzt ein bisschen was riskieren. Da kommt die Ecke. Er steht gut, er gut gemacht, Paul. War wieder so eine Parade, die einfach zeigt, wie gut er ist. Die kurze Variante. André Kramaric. Da ist er zur Stelle. Schöner Ball. Jetzt ein bisschen Plopf für Neuenberger. Auf der rechten Außenbahn kam hier für Sterne. Da kann sich was entwickeln. Jetzt hat er gelb gesehen. Hat er Chance zur Führung. Oh nein. Da sieht man wieder, wie gefährlich so ein perfekter Konter sein kann. Auch wenn es hier nicht geklappt hat. Das war ein toller Spielzug. Den jetzt haben müssen. Den hätte vielleicht machen können. Bitte, den Ball. Angelino. Der ist natürlich extrem schnell. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so langsam. Packen Sie hier noch das Tor. Oliver Torres. Oh, er hat den Ball, aber und Kramaric und Horan Feinberg. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Und das ist Dorois. Oh, da ist er durch. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Das musst du machen. Also das ist echt noch zwei. Genau, deswegen sei er eingewechselt worden. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Da haben sie den Ball. Hereingab. Ist das schon der Siegtreffer? Na, viel Zeit ist nicht mehr. Was für eine dramatische Schlussphase. Nee. 92. Minute. Doch noch der Siegtreffer. Und so verdient ist es nicht. Tor, da ist die Flanke. Und der Fehler von Hoffmann mit der Innenverteidigung. In der Außenverteidigung. Wollte zum Keeper zurück. Viel zu kurz. Nehmen das kann nicht auf und wow, das Ding einfach Molly in den Fass zu rein. Jetzt gut, Keeper war noch dran, aber Tor ist Tor. Yes! Schiri, pfeff ab. Tut er. Wir sehen den in der Nachspielzeit, kurz vor der Verlängerung, doch noch der Sieg für Bayreuth. Das ist natürlich eine Überraschung. Wer hätte das gedacht, dass die hier die nächste Runde erreichen? Ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Und so ist es im Fußball. Von diesen Geschichten lebt er. Und für die muss nach diesem Auftritt hier, wenn wir das zugrunde legen, was wir gesehen haben, noch lange nicht Schluss sein. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, wenn du kurz vor Spielende das Siegtor machst, dann hast du Grund zur Freude. Dann darfst du dich zu Recht abfeiern lassen. Auf jeden Fall Sieg in Hoffenheim. Man ist in der nächsten Runde. Ja, hätte ich nicht gedacht, ey. Weitergekommen, aber Hauptsache irgendwie weitergekommen. Das ist alles egal jetzt, bräuchte. So, habe ich wieder für Duisburg 2-1, Bremen Mainz 1-0-2. Unser Spiel habe ich ja gesehen, habe ich ja gerade kommentiert. Das 1-2. Wolfsburg schlägt Freiburg. Und der Rest ist erstmal noch später. Wir sind auf jeden Fall zumindest jetzt mal im Achtelfinale oder im Viertelfinale ist es natürlich. Ja, wir nehmen wieder ein bisschen Kohle mit. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Klar kann man den Titel holen, warum soll man das nicht können? Dafür stehe ich da, dafür sind wir da. Das wäre natürlich mega, aber... Ah ja, abwarten. Wenn da nur mal die Bayern und so kommen, dann wird es hart. Dann wird es am Ende... Nochmal enger, aber egal, mal schauen. Am Ende sind wir weiter. Ja, manchmal musst du das.
Wir sind weiter. Alles andere ist wurscht. Vielen Dank. Am Ende ist es eh scheißegal. Wie bist du weitergekommen? Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Und ja, alles andere ist unwichtig. Wir gehen als Tabellenführer ins nächste Duell gegen Borussia Dortmund 2 und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.